Das Gesicht Sarah Kleins, das hinter dem Bullauge erschienen war wie ein Papiermond, war verschwunden. Das war Der Kopf der Hydra. Ein Hörspiel in 4 Teilen von Walter Adler. Nach dem gleichnamigen Roman von Carlos Fuentes. In der Übersetzung von Maria Bamberg. Sie hörten den 2. Teil, Der mexikanische Agent. Es sprachen Felix Maldonado, Günter Lamprecht. Staatssekretär Peter Rogisch. Ayub Klaus Wennemann. Lisha Ilse Ritter. Sarah Barbara Nüsse. Emiliano und Rosita, Hans Krämer und Franziska Grasshoff, Dr. Bernstein, Traugott Bure, Don Memo, Hans Künster und Ernst Jacobi als Trevor. Ton und Technik Franz-Peter Esser und Theresia Hammersen. Musik Bernd Schmitz, Regieassistenz Christoph Pragua, Regie Walter Adler.